Cool. Mal wieder eine Mission zum Abschließen. Ich glaube, dann gehe ich tatsächlich, obwohl ich habe jetzt ja, soll ich nochmal zur Stadt zurückgehen? Ich glaube, hier sehe ich im Moment mehr zu tun. Also ich könnte halt noch ein paar Felle verkaufen, aber ich brauche im Moment, glaube ich, jetzt nicht so wirklich Geld. Viel bessere Waffen kann ich mir im Moment noch nicht leisten. Da ist er ja. Jetzt bist Wie gesagt, wenn die einzeln da sind, geht das alles. Blauflieder. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Stimmt, das müsste ich auch mal noch lernen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Wer bist du? Mein Name ist Elfrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden, weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Piraten in Korinnes? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinnes. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Bromor sagte, Lucia hätte eine goldene Schale mitgehen lassen. Tja, wenn Lucia wirklich Bromor bestohlen hat, dann werden die Banditen ihr das Ding abgenommen haben. Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Sekops Hof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Wurden den Banditen, die dich gefangen hielten, Waffen geliefert? Oh ja, so einen Haufen, dass sie fast gar nicht schleppen konnten. Sie sind mit dem ganzen Kram in Richtung Sekops Hof verschwunden. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Wirst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann.
Ja, kriegen wir hin, denke ich. Warte mal. Danke, dass du mich gerettet hast. So, verzieh dich mal. Pennen wir noch mal eine Runde. Ja, und so wie es aussieht, müssen wir wirklich dann nochmal in die Stadt bei Gelegenheit. Das ist aber nicht verkehrt, dann können wir die ganzen Fälle auch nochmal verkaufen. Ah, hier ist es sehr gut, dann. Dann passt das ja doch. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, ich glaube, das sollte jetzt alles gewesen sein. Sieht mit Erfahrung aus, ne? So wenig ist es gar nicht mehr. Oder beziehungsweise so viel ist es gar nicht mehr. Was noch fehlt? Na gut, Greg. Dann, ich glaube, wir müssen noch mal kurz reden. Ich habe nämlich Zeug gefunden. Ich hoffe, es gefällt dir. Und er steht noch da. Ja, tut er sogar. Hallöchen. Hey. Wo genau hast du nochmal deine Sachen vergraben? Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Dorm müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Ja, hab ich. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Gut, die habe ich eigentlich. Achso, ich brauche wahrscheinlich nochmal Geld. Ja, das sollte aber einigermaßen passen. Obwohl, ich habe echt nicht viel Geld. Verkaufen wir nochmal Sachen. Vielleicht müssen wir echt dann ihm das ja alles... Ich weiß echt nicht, ob wir das zurückgeben sollten oder nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt auch noch nichts verkauft von dem Zeug, was er eigentlich haben wollte oder bräuchte. Wir werden sehen. Das habe ich früher auch immer gesehen. Das höre ich zum ersten Mal. Das war doch klar. Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. Okay. Du hast dir gesagt, ich darf bei dir klauen. Gut, dann kannst du mal die ganzen Säbel hier nehmen oder Degen beziehungsweise. Ein rostiges Schwert. So, dann sogar zwei von den besseren Bögen. Das war doch schon vorher klar. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich könnte dir Sachen jetzt kommen auf die Kraft an. Also komm mir nicht zu. Noch mehr Ärger kann ich nicht gestalten. Stunde der Magie. Das war keine große Sache. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch nicht mehr. Die Klauen kannst du mal haben. Ja, ich glaube, fürs Erste reicht das sogar. Er muss das ja besser. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Das war doch schon vorher klar. Das höre ich zum ersten Mal. Es kommt nur auf die Kraft. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Oder habe ich das hinter dem Bauernhof nicht mehr nicht gelootet? Oder wahrscheinlich bei dem Spielstand hier nicht gelootet? Das könnte natürlich auch sein.
So, ich frage mal gerade nach, also mehr als 400 wird es ja nicht gewesen sein an Geld, das wir da eingesammelt haben. Von daher sollten wir jetzt, was Gold angeht, genug haben, um die Quest eventuell abzuschließen. Sonst gucke ich gerade bei den Bauern oben nochmal nach. Ne. Ob ich das eventuell vergessen habe zu plündern. Mittlerweile ist hier auch schön leer. Ich glaube, hier waren eh noch einige Pflanzen. Doch nicht. Nur die ein oder zwei. Aber dass die Lurker sich schon von so einer Pfütze anziehen lassen, ich weiß ja nicht. Scheinen nicht sehr anspruchsvoll zu sein, die Viecher. Oder ich habe halt schon irgendwas verkauft von dem Zeug, was er vergraben hatte, aber es wird ja leider nicht als irgendwie Questgegenstand angezeigt. Oder halt als nicht verkäuflich. Ja, das wäre, glaube ich, jetzt die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch einfällt. Dass wir vergessen haben, da oben die Kiste zu looten. Aktuellen Spielstand. Oder ich den Lederbeutel unversehrt abgeben sollen. Wahrscheinlich auch nicht. Da. Okay, scheinbar war ich hier echt noch nicht. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Hallo, goldener Kelch. Oder es respawnt, wenn wir die Sand verkauft haben. Das kann natürlich auch sein. So, sehr schön. Und dann jetzt aber mal. Dann gehen wir jetzt mal zurück zu Greg und geben auch die Quest mal noch ab. Ich glaube, sonst ist hier erstmal nichts zu holen. Was die Armbrust angeht, ja, wie gesagt, die würde halt, wäre halt ganz gut, weil die halt dann mit Stärke skaliert. Dass ich die dann mal noch nutzen kann. Dass ich auch so auf Fernkampf mal ein bisschen was an Schaden machen könnte. Ich weiß auch nicht, ob wir da halt jetzt auch nicht eventuell noch ein bisschen zu schwach für sind. Jetzt einfach nochmal ein bisschen eher auf den, vielleicht so nach Banditen Ausschau halten. Die nach und nach umhauen. Oder halt auch irgendwann mal Alchemie lernen. Hey! Ich habe deine vergrabenen Sachen gefunden. Dann müsstest du jetzt etwa 100 Goldmünzen, einen goldenen Kelch, eine silberne Schale und ein Amulett bei dir haben, die mir gehören. Her damit! Hier hast du die Sachen. Ein Säckchen mit 100 Goldmünzen, ein Goldkelch, eine silberne Schale und ein Amulett. Sehr gut. Hast Glück, dass du nicht dumm genug bist, mit den Sachen einfach zu verschwinden. Hier hast du deinen Anteil an der Beute. Naja, zumindest gab es XP. Der Anteil war jetzt nicht so das Wahre. Dafür, dass ich hier die ganzen Viecher umgehauen habe. So, der Wald hinter dem Hof. Vielleicht schaue ich mich mal dort um. Dann
Können auch wieder ein paar Feldräuber dran glauben. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Nichts zu holen. Ah, ich kann mir immer noch nicht plündern. Menge Feldräuber hier. Genau, komm du erstmal her. Dann darfst du und dann kommen die Scavenger dran. Der Wolf hilft mir gerade schon. Los, jag, Wolf, jag! Ich glaube, die sind auch ein bisschen stärker als im ersten Teil. Oder ich bin halt noch einfach schwächer als im ersten Teil. Das wird es wahrscheinlich auch sein. Auch längst mal wieder Fleisch braten. So wie ich das hier sehe. Ich habe allerdings so ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt hier auf eine relativ große Gruppe an Banditen stoßen. Die dann Lucia entführt haben. Da haben wir dann keinen, der uns irgendwie mal helfen könnte. Ich glaube, die Keiler haben es auch nicht so mit einzelnen Angreifen. Hallo Wolf, willst du vielleicht mal den Keiler fressen? Scheinbar nicht. Aber gut. Das ging. Haben tatsächlich weniger Schaden gemacht, als ich befürchtet habe. Dann kommst du jetzt auch mal noch dran. Jetzt glaube ich auch gerade weniger Schaden, als ich befürchtet habe. Ein paar Fliegen. Kriege ich euch noch, bevor ich mich heile? Ich glaube schon. Das sollte eigentlich passen. Okay, ihr macht doch mehr Schaden. Als ich eigentlich dachte. Ja. Dann heilen wir uns nochmal. Hallo Strangey, willkommen. Ah, so viel. Na, nehme ich mal hier so einen Heiltrank. Ein bisschen Suppe. Zark-Suppe. So, dann sind wir jetzt geheilt und bereit, gegen die Fliegen hier anzutreten. Vielleicht auch mal mit dem Bogen. Wiedersehen. So, kommt ihr jetzt wieder in Pärchen?
Ich glaube, ich stehe auch hier wieder ein bisschen zu tief unten. Dass ich da jetzt nicht so effizient kämpfen kann. Also, dass die halt den Höhenvorteil hier haben, gerade wenn sie fliegen. Hat aber für eine Stufe gereicht. Cool. Euch können wir jetzt ja auch ausnehmen. So, die nächsten beiden. Eins. Nummer zwei. Nichts zu holen. So, wie gesagt, so im dritten Stream jetzt so langsam fangen die Kämpfe mal an, ein bisschen besser von der Hand zu gehen. War hier oft in der Gruft nicht noch irgendwas? Da ist ein Schalter. Vielleicht führt das hier zu einem geheimen Banditenversteck. Mensch, da kommt gerade jemand zum Kuscheln. So, will ich da denn jetzt runter? Ich glaube schon. Was zu holen. Ne? Schwert, Fackel, noch ein alter Brief. Ist das jetzt eine normale Steintafel? Ne, magische, verdammt. Ich habe versagt. Meine Bemühungen, Inuvis auf den Pfad der Rechtschaffen zurückzubringen, waren vergebens. Erst dachte ich, ich sei tot. Doch es steckt noch Kraft in den alten Knochen Ivans. Inuvis ist wieder auferstanden von den Toten. Verbannt vom alten Orden der Paladine sinnt er nun noch nach Rache für seinen Fluch. Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inuvis so dem Bösen verfällt. In dieser Krypta habe ich sein Grab gefunden. Doch ob ich es jemals einem Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss. Darum schreibe ich diese Zeilen in der Hoffnung, dass sie gefunden werden. Seid gewarnt. Ein mächtiger Feind steckt seine Klauen nach den Seelen der Rechtschaffenen. Inuvis wird nicht der Letzte sein. Möge Innos eure Seelen beschützen, Ivan. Mhm. Ja, ich glaube gegen Skelette... Da haben wir jetzt nicht so viel zu melden. Ein Kryptawächter. Noch macht er nichts, wahrscheinlich, wenn ich an die Truhe gehe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Grundstücke. Auch nicht verkehrt. Ohne den richtigen Schlüssel. Du bist natürlich auch zu. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hm. Dann schauen wir doch mal. Was das hier wird.
Fisch. Oh, da ist auch noch eine Steintafel. Okay, du machst ordentlich Schaden. Na, das machen. Da können wir jetzt erstmal noch nicht viel reißen. Alles klar. Dann nehme ich einfach meine Steintafel und gehe wieder. That's davon. Aber da haben wir zumindest keine Piraten. Beziehungsweise sonstige Schmuggler. Da ist nichts zu holen. Gut, dich haben wir schon geplündert. Wo könnten denn die Banditen jetzt noch sein? Vielleicht haben sie sich ja auch wieder hier so eine Höhle zugelegt. Hallo? Ja, ich glaube, so von oben zu kämpfen bringt echt nicht viel in dem Spiel. Fliegen, fliegen, fliegen. Wo sind jetzt die Fliegen? Zum Schluss fand er den Skorpionmann. Ah, einer wie war also auch hier. Seid ihr normale Goblin-Skelette? Aha. Okay, ihr macht auch viel Schaden. Ich hänge leider an einem Baum fest. Was dann leider nicht ganz so erfolgreich ist, wenn man fliehen möchte. Aber wir sind halt, wie gesagt, noch weit davon entfernt, hier irgendwie gut ausgerüstet zu sein. Vielleicht gehe ich ja auch mal jetzt irgendwie in die andere Richtung. Elf Lernpunkte, die hier sind noch mehr Goblin-Skelette, dann bleibe ich da, glaube ich, auch mal fern. Kommst du echt mit? Na, dann versuche ich mal, wie das hier so im One-on-One läuft mit dir. Ähnlich wie gegen die Lurker, wir stecken halt sau viel ein. Aber wir kriegen es gerade so hin. Ja, aber dafür sind wir halt noch nicht ausgerüstet. Nehmen wir einmal davon. So, essen noch ein paar Kräuter.
glaube, ich gehe aber wirklich gerade nochmal in die Stadt und gucke, ob ich dann vielleicht ein bisschen was an Alchemie schon mal lernen kann, dass ich mal ein paar Tränke hier zusammen bastel. Ich glaube, bisher wäre das schon ganz sinnvoll. Das Kämpfen geht jetzt halt einigermaßen. Es wird immer noch nicht gut, aber es geht besser als am Anfang. Ich glaube, so ein bisschen was an Heilung ist im Moment nicht verkehrt. Die Naturheilung geht mir jetzt doch so langsam aus. Muss ich feststellen. Andererseits, ich könnte noch mal eine Runde einkaufen gehen. Was heißt einkaufen? Braten meine ich. Eine Runde Fleisch braten. Ja, das hat er wirklich behauptet. Geht das hier auch? Nee. Hat sich das jemals ändert? Aber gut, dann schaue ich mal, was wir dann so an Alchemie ausgeben müssen oder an Punkten für die Alchemie ausgeben müssen. So, warte mal, Steintafel, bist du... Steintafel Magie 3. Wie gesagt, wenn es eine normale Steintafel gewesen wäre, wäre mir das deutlich lieber. Was ist eigentlich hier mit der Taverne? Er musste es ja besser wissen. Ist das Bier gut hier? Es ist nicht gerade das Beste, aber in diesen grauen Tagen darf man nicht wählerisch sein. Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert an einem kleinen Wettkampf? Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es... Leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Na? Wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Das ist doch alles nur Gerede. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Mir erzählt ja keiner mehr was. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. Das ist doch alles nur Gerede. Okay, gucken wir, ob wir irgendeinen Säufer finden. Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Wenn du vielleicht ein ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch, einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn deine Münze rollt. Bilde ich mir das nur ein oder starrst du meinen Ring an? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es ist ein Aquamarin. Schon mal einen gesehen? Ja, das habe ich. Willkommen im Hauptquartier, Bruder des Rings. Das ist nicht mein Problem. Was kann ich für dich tun? War doch seine Entscheidung. Kennst du den Typ mit der Augenklappe?
Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Was kostet ein Zimmer bei dir? Für einen Bruder des Rings? Gar nichts. Hier hast du den Schlüssel für die oberen Zimmer. Such dir eins aus. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Okay, du hast auch ein paar schöne Sachen hier. Das wundert mich nicht. Ledergürtel, Gürtel der Gewandheit. Aha. Glaubst du wirklich daran? Bringt erstmal nichts. Wir könnten dir ja noch ein bisschen was an Zeug verkaufen. Von mir erfährt keiner was. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich bin ganz deiner Meinung. Moment mal. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Wie soll ich bei dem keinen Einhandbonus? Das hätte ich auch selbst wissen können. Meinst du, mir geht es besser? Dann wäre ich da jetzt ja auch auf 45. Na, ich muss mal gucken. Von mir erfährt keiner was. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du. Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Hier Sachen erzählen. So. Dann Ding der Banditen kann weg. Die Ex, die Dinger können weg. Irgendwann muss das ja so kommen. Glaubst du wirklich daran? Keine Ahnung, sag du es mir. Von mir erfährt keiner was. Dass hier mal den ganzen Schrott noch haben. Sich nie ändern. Ah, ich glaube, die Goldbrocken hätte ich eventuell ja auch noch wahrscheinlich mit dem Schmiededing dann weiter verfeinern können. Wenn er das. Naja, jetzt Hauptsache mal Geld da. Das ist doch lange bekannt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, das hat das gleiche Layout wie das Freudenhaus. Oh, da ist der Aquamarin direkt wieder. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich meine, wenn das schon nichts kostet, dann nutzen wir das doch mal aus. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, das müsste ich glaube ich auch mal machen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Gib noch eine leckere Fischsuppe mit. Ich weiß nicht, dass das alles ist. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich könnte dir sagen, ja, das hier sieht nach Lagerraum aus. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Das interessiert mich nicht. Aber gut. Zeigt er eigentlich auch hier zumindest nicht die Dings an? Aktuelle Zeit. Naja, pennen wir mal bis zum Morgen und rennen dann zur Stadt zurück. Ich glaube, dann sind wir da doch etwas besser dran. Das ist wirklich nicht mein Problem. Der Harpie aufgehangen. Cool. Na gut, heißt ja irgendwie zur toten Harpie, oder? Dann macht das natürlich Sinn. So, da würde es jetzt zum Kloster gehen. Hey! Wegen der Steintafeln.
Was ist denn mit dieser hier? Nein, solche Steintafeln sind magische Tafeln, dies. So. Eine normale fehlt halt noch. Aber ich denke, das kriegen wir auch noch hin. So, so weit ist es ja zum Glück, glaube ich, gar nicht. Bis zur Stadt. Ich überlege gerade, ich glaube, den Kampf hinter der Hafenviertel und den haben wir auch schon gewonnen. Dass er uns jetzt halt trainiert. Aber es hat auch so ein paar Anläufe wieder gebraucht hat. Ein paar Fliegen. Und irgendwas anderes, was hier rumraschelt. Du hast, glaube ich, erstmal nichts zu erzählen. Ah, da bist du ja wieder. Was du nicht sagst. Das ist ja schrecklich. Du hast auch nichts. Gut, dann ja, fragen wir doch mal nach, was es kostet hier. Oder ob der uns überhaupt hilft. Zeig mir deine Ware. Okay, du gibst mir schon mal nichts ab. Reines Mana, reine Lebensenergie. Tiere der Heilung, ja, und halt teuer. Gut, dann fällt das schon mal flach. Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Und selbst dann nur eine einzige. Dann halt nicht. Hey! Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ja, du hast mal nur die Schmiededinger. Okay. So, auch nichts von Interesse. So, bist du froh, dass dein Lehrling wieder da ist? Ihr steht schon wieder auf und beziehungsweise ineinander. Hey, du. Elbridge wird ab jetzt wieder für dich arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Weiberuch, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Nimm dieses Gold von mir als Dank, dass du meinen Lehrling zu mir zurückgebracht hast. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Gut,
Hier sind die 200 Goldstücke. Das Geld wird mir sehr helfen. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufheben. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du bist, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Okay, gut zu wissen. Aber im Moment habe ich, glaube ich, selber 10. Das ist tatsächlich nicht so viel. Ich glaube, fürs Erste reicht das tatsächlich mal. Ich glaube, Regis hat nichts zu erzählen. Dir können wir noch ein paar Fälle abgeben. Wo hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ich brauche neue Fälle. Hast du welche dabei? Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wagen. Zähe Biester sind das. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Jo. Machen wir. So, wie sieht es denn eigentlich questmäßig aus? Leere den Krug in einem Zug, Lucia, Botschaft, Beweise. Ah ja, der will die, genau, die Beweise haben. Vielleicht mit Pablo noch mal reden? Wenn ich den nochmal finden würde. Ich habe was anderes gehört. Mein Mann sieht das anders. Er erzählt alles weiter. So, warte mal. Machst du nachher eventuell wieder Stress? Deswegen speichere ich mal schnell ab. Oh, ich sehe auch, ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Das weiß doch inzwischen jeder. Du bist aber scheinbar noch nicht so wirklich feindlich, oder nicht wieder feindlich. Gut. Ich glaube da nicht dran. Man muss eben aufpassen, dass man sie rumerzählt. Das habe wegen der verschwundenen Leute. Mein Mann sieht das. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Da kannst du hier nichts dran ändern. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Wer muss die Arbeit hier machen? So, das mit dem Beibringen hat sich ja erstmal erledigt. Er erzählt alles weiter. Ich hätte das nicht vorher geglaubt. Das hat er doch vorher gewusst. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Davon lasse ich lieber die Finger. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Meinst du, mir geht es besser? Dafür wanderst du in den Knast. Nein, warte, das kannst du nicht machen. Ich bin doch nur ein kleiner Fisch. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Jetzt werde ich Lord André benachrichtigen. Das wirst du noch bereuen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich hatte das nicht. Selber schuld, wenn du hier mit Banditengeschäften machst.
Ich krieg XP dafür. Ich glaube, wir haben nachher die halbe Stadt hier im Gefängnis, wenn das so weitergeht. Das ist mal wieder typisch. Ich glaube, da hinten wäre es sogar schneller gegangen, wenn wir da hinten hochgeklettert wären, aber gut. Nee, Quatsch, laut André. Der war ja da oben. Im Bürgerviertel. Bist du echt zufrieden jetzt wieder? Danke, dass du mich gerettet hast. Scheint so. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So, hallo Lothar. Das ist wirklich nicht mein Problem. Meine Meinung will ja keiner hören. Hallo Ritter, ich hoffe, das gibt es ordentlich XP. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Eine Innos-Statue. Könnte ich ja mal klauen. Achso. Nicht Hagen, sondern André. Dann hätte ich doch darunter. Na gut. Stimmt, der Vibe ist ja auch mal für die ganzen Verbrechen zuständig. Das hat er wirklich nicht immer wieder das Gleiche. Ich war bei Lord Hagen. Und? Du hast ihn doch nicht etwa mit deinen Drachengeschichten belästigt? Doch. Das darf doch nicht wahr sein! Er hat mich losgeschickt, ihm Beweise zu bringen. Na dann, viel Glück. So ein Spinner. Schön, dass du mich so unterstützt. Freut mich. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich hätte das anders gemacht. Ah, ich will mal gerade gucken. Schleichen, Schlösser öffnen haben wir gelernt. Wahrscheinlich ist das auch vom Geschick abhängig. Gut, sagen wir dann mal Bescheid. Und dann, weiß nicht. Ich habe halt auch keine Ahnung, ob wir jetzt hier noch irgendwas über die Verschwundenen herausfinden. Ich glaube eher weniger. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Halvor ist ein Hehler. Er verkauft die Waren, die den Händlern von den Banditen gestohlen werden. Er steckt also dahinter. Meine Männer werden ihn sofort einsperren. Ich denke, er wird nicht viele Schwierigkeiten machen. Ich werde dir das Kopfgeld schon jetzt geben. Dankeschön. Okay, ja, ich glaube sonst. Buspassbogen, ja, aber da habe ich halt auch keine Ahnung. Was da zu machen ist. Oder soll ich mit dem, ich versuche mal gerade mit dem Piraten nochmal zu reden. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Na, wir haben auch noch ein bisschen was hier zu tun, bevor wir wieder aufsteigen. Und ich glaube, ich kaufe mir jetzt auch mal hier eine komplette Karte. Geld habe ich ja jetzt.
Hey, du. Ich weiß, warum die Paladine hier sind. Wirklich? Erzähl! Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Minental zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen wollen. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Alles klar. So, dann gib doch mal bitte eine Karte. Zeig mir deine Karten. Heilige Schreine. Mhm. So. Können wir dir ein bisschen Schrott verkaufen, oder? Da, leckere Flügel. Ein paar Stacheln. Genau, der Degen kann noch weg. Komm später noch mal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Ach, du hast doch neue Karten? Okay. So, dann braten wir uns hier noch ein bisschen Fleisch zusammen. Können wir uns auch notfalls wieder ein bisschen hochheilen, falls was sein sollte. Okay, sehr schön. So, Herr Pirat. Mal schauen, ob du jetzt irgendwas Neues zu erzählen hast. Auf jeden Fall mal gespannt. Hey, wie gesagt, das ist ja das, wo es im Moment wieder drauf rausläuft. Ich meine, wir haben mit ihm ja schon geredet, aber da hatten wir die Information halt von Eldritch noch nicht. Hey, Skip. Hier. Ich habe eine Landkarte von Korinnes. Das ist gut. Dann werde ich dir den Sitz von diesem Kerl einzeichnen. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Dexter. Hier, deine Karte. Danke. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Hier die Küste entlang ja irgendwie. Was haben wir denn da eigentlich? Das schaue ich mir mal schnell an. Das könnte doch zum Beispiel eine Bucht sein. Wahrscheinlich werde ich da jetzt nicht so allzu freundlich empfangen. Nö, können wir einfach mal durch, okay. Ich glaube, das mit der Karte von Green ist jetzt ja doch so auf Dauer mal gelohnt.
Was haben wir denn hier? Ist das vielleicht die Bucht? Können wir den direkt mal einbuchten da hinten? Zumindest haben wir mal ein kaputtes Schiff. Das sieht ja schon mal relativ verdächtig aus. Und irgendwelche Viecher. Ein Waran. Komm. So. Das geht jetzt auch einigermaßen. Ton liegt allerdings auf einigermaßen. So, dann warte mal kurz, wenn wir dann das andere Schwert nochmal ausrüsten. Oh. Na gut, das dauert noch, bis ich das tragen kann. Mal gucken, ob es damit schneller geht. Ja, ich glaube doch so ein bisschen. So. Noch eine Steintafel. Ich fürchte, die ist auch wieder magisch. Oder? Ja. 1, 2, 3. Sehr schön. So, haben wir uns hier mal das ganze Zeug noch rein. Schon sieht das wieder besser aus. Links, okay. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts. Meine Herren. Das ist, glaube ich, weiß nicht, 4 oder 5 Dietriche draufgegangen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Hm.